Der Trainingsauftakt. Voller Vorfreude auf die neue Saison. 1000 kostenlose Karten gab es für die Eintracht-Fans. Binnen 5 Minuten waren im Vorfeld alle vergriffen. Dass es überhaupt Karten dafür gibt, ist schon der Wahnsinn. Ich fahre jedes Jahr zum Saisoneröffnungstraining und bis jetzt konnte man einfach so hinfahren, Auto parken, Training gucken, heimfahren. Glücklicherweise über die Volunteers haben wir noch 2 Karten bekommen, da waren wir sehr im Glück. Und ja, man sieht, die Stimmung ist so gut wie vorher auch. Die Leute sind fußballverrückt und Sehnsucht ist groß und ja, dementsprechend sind wir auch heute gekommen. Und alles auch wegen ihm, Dino Toppmöller. Um kurz nach 11 heute Vormittag startete die erste offizielle Einheit unter dem neuen Trainer, der die Euphorie um die Eintracht aufsaugt. Das ist, glaube ich, jetzt nur noch mal so eine Bestätigung auch, ne? dass ein Run auf die Eintracht da gerade da ist, dass die Eintracht boomt und wir wollen natürlich dafür sorgen, dass das auch genauso weitergeht. Die Fans sind gespannt, was Toppmöller mit der Eintracht erreichen kann. Ich finde es super, einen jungen Trainer zu holen, ne, und dem eine Chance zu geben. Wenn er einen guten Job macht, wenn er Ahnung hat, wenn er ein gutes Team um sich herum hat und er ist, glaube ich, sehr kommunikativ. Also auf jeden Fall eine Chance geben, wäre ja Blödsinn, jetzt irgendwie in eine Missstimmung vorher reinzubringen. Ich bin guter Dinge. Ja. Und die Neuzugänge wie Youngster Hugo Larsson aus Schweden machen schon jetzt einen guten Eindruck. Hab das Gefühl, Frankfurt will jetzt ein neues Level erreichen. Ne? Dazu soll Robin Koch die erhoffte Stütze in der Abwehr werden und will sich auch für die Nationalmannschaft empfehlen. Elias Giri ist ein absoluter Wunschtransfer, kam vom 1. FC Köln, Stratege und Kämpfer im Mittelfeld. Die beiden überzeugen erst recht bei den Fans. Ich glaube, dass das genau 2 sind, die vorangehen, die auf dem Platz Vorbild sind, die auch mal die Mannschaft mitreißen können, auch mal dem anderen in den Arsch treten können. Und ich glaube, das sind genau so Spieler, die noch gefehlt haben. Und 2 sehr gute Neuzugänge auf jeden Fall. Robin Koch sagt ja selber, er war Führungsspieler in Leeds. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass er das auch hier weiterführen möchte. Und Skiri ist für Eintracht Frankfurt ein Top-Transfer. Also meiner Meinung nach einer der besten Sechser in der Bundesliga. Dass der sich für uns entschieden hat, freue ich mich drauf, ja. Elias Giri wurde heute auf einer Pressekonferenz nochmal gesondert vorgestellt. Hallo, Slaman. Die Frankfurter Führungsriege und auch der Trainer hatten sich sehr um den Franzosen bemüht. Natürlich, ich war frei. So, ich habe auch andere Möglichkeiten, aber für meine Gefühle, Frankfurt war die beste Projekt. Das ist grundsätzlich ein super Spieler, das wissen wir alle. Wir sollten jetzt nicht zu viel Last erstmal auf seinen Schultern verteilen. Ich denke, dass das alle erwarten, das, was er in Köln gemacht hat, dass er das einfach fortsetzt. Ist ein unheimlich intelligenter Spieler, ein Spieler auf der Sechserposition, den wir so in der Form noch nicht im Kader haben. Die Mannschaft belohnt die Fans noch mit einem ausgiebigen Autogrammmarathon. Die Begeisterung der Fans stimmt schon mal, bevor es am Samstag mit dem ersten Testspiel in Wetzlar losgeht.